Herzlich willkommen zu unseren biblischen Vorträgen So spricht der Herr, mein Gott. Heute zu einem ganz besonderen Thema, das wahre Menschenbild. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, möchte ich uns wieder herzlich einladen, dass wir mit einem Gebet Gott einladen und beginnen. Und wir wollen unser Haupt neigen. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich kennen dürfen als einen wunderbaren Gott, einen Gott der Freiheit, der Ordnung und der Liebe. Und wir wollen jetzt uns betrachten und wollen dich bitten, dass du auch jetzt wieder ganz nahe bist bei uns, jenen, die hier im Saal sind und auch jenen, die an den Fernsehgeräten sitzen. Gib du Gnade, Herr Jesus, dass wir das Thema verstehen, damit wir auch frei werden von all den Belastungen, die uns bedrücken. Wir danken dir, dass du jetzt bei uns bist, im Namen Jesu. Amen. Heute eine Folge von dem, was wir in der Vergangenheit besprochen haben, nämlich das wahre Gottesbild. Jetzt schauen wir uns das wahre Menschenbild an. Im Psalm 8, Vers 5 und 6 heißt es: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? Nur wenig geringer als einen Gott hast du ihn gemacht, mit Glanz und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Wer bin ich? Das ist die ernste Frage, die sich Menschen immer wieder stellen. Wer bin ich? Was bin ich? Warum bin ich? Und warum bin ich nicht so, wie ich sein sollte? Auf einem Tempel in Delphi, auf einem Apollo-Tempel, hat man eine Inschrift gesehen und gefunden, und diese Inschrift lautete in Griechisch Gnoti se auton. Und das heißt übersetzt, erkenne dich selbst. Gnoti se auton, das heißt also, wir müssen uns selbst erkennen. Und Selbsterkenntnis ist der beste Weg zur Besserung. Es geht also darum, dass wir uns die Frage stellen, wer bin ich? Die Selbsterkenntnis, wie bekomme ich die? Was suchen die Menschen nicht alles, um sich zu erkennen, und finden sich nicht? Und da darf ich gleich uns auf ein ganz wichtiges Prinzip hinweisen. Selbsterkenntnis kommt nur durch Gottes Erkenntnis. Wenn man an die Evolutionstheorie glaubt und nicht an die Schöpfung, dann wird man auf keinen grünen Nenner kommen in Bezug auf Selbsterkenntnis. Man wird nicht wissen, wer man ist. Man wird nicht wissen, woher man kommt. Man wird keinen Sinn im Leben sehen. Man muss sich selbst irgendeinen Sinn geben und eine Erkenntnis suchen. Und am Ende wird man immer scheitern. Selbsterkenntnis kommt durch Gottes Erkenntnis. Und deshalb haben wir vor diesem Vortrag viele andere Vorträge hineingeschoben, um Gott zu erkennen, wie Gott wirklich ist. Und ich möchte jeden ermutigen, diese Vorträge alle sich noch einmal anzuschauen. Denn wenn wir Gott kennen in seinem Wesen, in seiner Art, wie er ist, dann können wir uns richtig einordnen. Warum? Denn wir sind nach seinem Bild geschaffen. Er schuf uns als Mann und Frau zu seinem Abbild. Das heißt also, Selbsterkenntnis kommt tatsächlich nur dadurch, dass ich den Schöpfer erkenne, denn er hat mich ja geschaffen nach seinem Bild. Die Frage stellt sich, wer sind wir? Wir vergleichen uns mit Gegenständen. Und wir kommen drauf, also wir sind kein Sessel, wir sind kein Kasten, wir sind kein Auto, wir sind kein Ding. Obwohl wir manches Mal miteinander so umgehen wie mit Gegenständen. Das heißt, ich hole mir die Frau, wann ich sie brauche, und wenn ich sie nicht brauche, stelle ich sie wieder weg. Aber das ist nicht Menschlichkeit, das ist Unmenschlichkeit. Wir sind kein Ding. Wir sind kein Kasten, den man herholt und wieder zumacht oder aufmacht, wie man es braucht. Wer sind wir? Wir vergleichen uns mit Tieren. Sind wir Tiere? Nach der Evolutionstheorie, ja, wir sind evoluierte Tiere.
Kein Wunder, dass wir heute auch so miteinander umgehen wie mit Tieren. Ja, wenn wir wenigstens manches Mal so umgehen würden wie mit unseren Tieren, dann wäre ja schon ein Stück weit es besser. Bei einem Eheberatungsgespräch kam ich einmal zu einer Familie und ich sah den Mann, wie er mit seiner Schildkröte umgegangen ist. Er hat sie behutsam herausgenommen, er hat sie gestreichelt, er hat sie gefüttert. Er war so lieb zu ihr, dass ich sagen musste, mein lieber Freund, wenn du zu deiner Frau auch so lieb wärst wie zu deiner Schildkröte, müsste ich gar nicht kommen. Das heißt also, Katzen und Hunde, die werden gepflegt und man weiß genau, was sie brauchen und man setzt sich ein für sie. Ja, wenn wir das untereinander wenigstens auch so machen würden, würde es schon ein Schritt weiter sein. Aber wir sind keine Tiere. Man versucht, den einen und anderen zu dressieren. Die Kinder werden dressiert, die Frauen wollen die Männer dressieren. Die müssen hüpfen und springen, so wie sie es wollen. Ja, ihr Lieben, das ist nicht das, was wahres Menschenbild ist. Wir kommen da nicht weiter. Wir sind keine Gegenstände, wir sind keine Tiere. Ja, was sind wir dann? Sind wir Götter? Ja, manche meinen, sie könnten das spielen. Sie meinen, wenn ich sage, was ich meine, dann ist das Gesetz. Ich bin der Chef im Haus. Und so spielt man oft den lieben Gott. Aber wir sind keine Götter, obwohl man manches Mal die Menschen verehrt, wie man Götter verehrt und ihnen dient, wie man Gott dienen sollte. Aber wir sind keine Götter, wir sind nicht allmächtig. Ich werde uns ein bisschen hinführen, dass das Denken, dass wir ein Gott sind, dass das ein ganz schlechtes und böses Denken ist. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Meine Frage an uns ist jetzt die: Sind wir so, wie wir sein sollten? Jetzt frage ich einmal die Teilnehmer da herinnen: Bist du so, wie du sein solltest? Das ist eine Frage, was? Bist du so, wie du sein solltest? Warum nicht? Warum sind wir nicht so, wie wir sein sollten? Wir haben nämlich das Menschsein aus den Augen verloren. Eigentlich sind wir ja nicht Tiere und nicht Gegenstände und nicht Götter, wir sind Menschen. Und wenn ich jetzt die Frage stellen würde, was verstehst du unter Menschsein, haben wir die nächste Problematik. Ja, was heißt Menschsein? Sind wir so, wie wir sein sollten? Dann vergleichen wir uns miteinander. Ich vergleiche mich mit dir und du mit wem anderen und dann schauen wir auf ein Plakat und sagen, so wie der möchte ich sein oder so wie die möchte ich sein. Das ist ein Problem. Das Problem des Vergleichens. Schaut einmal, ich möchte das als Beispiel geben. Ich habe hier ein Blatt Papier. Es ist eigentlich recht hell. Und wenn ich mich jetzt mit einem anderen Menschen vergleiche, vielleicht mit einem Gauner, mit einem Ehebrecher, mit einem bösen Menschen, also mit einem schwarzen Blatt, komme ich ganz gut weg, oder? Und das ist unser Problem, dass wir uns vergleichen mit anderen. Anderen Menschen. Also wer ist jetzt der Bessere? Der oder der? Natürlich der Hellere. Also ich. So schlimm wie der ist, bin ich nicht. Aber dürfen wir uns vergleichen? Wenn, dann dürfen wir uns nur mit einem vergleichen. Nämlich mit diesem weißen Blatt. Wenn ich mich mit dem weißen Blatt vergleiche, dann steige ich auch schlecht aus. Wofür steht dieses weiße Blatt? Dieses weiße Blatt steht für Jesus Christus. Gott hat uns zu seinem Bilde gemacht. Aber im Laufe der Zeit haben wir dieses Abbild Gottes verloren. Und nach 4000 Jahren Menschheitsgeschichte hat Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt, um der Menschheit zu zeigen, Freunde, das verstehe ich unter Menschsein. Menschsein heißt eigentlich so sein wie Jesus.
Wie war Jesus? Und ihr erinnert euch noch an das wahre Gottesbild. Er ist der Einzige, der uns Gott dargestellt hat, der uns Gott sichtbar gemacht hat, erlebbar, erfahrbar gemacht hat. Und erinnert euch noch an die drei Seiten Gottes? Ja, du schreibst fest mit, nicht vergessen nachzuschauen. Freiheit, Gott ist ein Gott der Freiheit. Zweitens, ein Gott der Ordnung. Und drittens, Liebe, jawohl, ein Gott der Liebe. Das ist es. Freiheit, Ordnung und Liebe. So sollten wir sein. Das ist unsere Bestimmung. Wir sind berufen zur Freiheit, berufen zur Ordnung und berufen zur Liebe. Und das war Jesus. Und ich bin davon überzeugt, dass die meisten von uns mir zustimmen werden, wenn ich sagen kann oder sage, Jesus war ein guter Mensch. Er war ein Mensch im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist der Maßstab für das wahre Menschsein. Und wir fragen uns jetzt, warum sind wir nicht so, wie wir sein sollten? Denn wenn wir uns mit Jesus vergleichen, dann bin ich sicher, dass wir alle Probleme haben damit, dass wir sagen, ja, ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Und ich werde euch heute das Geheimnis lüften, warum wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Vielleicht noch einmal dieses Bild, das mir ja ein Beispiel sein soll für unsere Erschaffung. Ihr habt hier einen Flugdrachen. Ich habe das immer gerne mit meinen Kindern gemacht. Man hat im Herbst, wo die Winde gegangen sind, haben wir einen Drachen gebaut und dann sind wir Drachensteigen gegangen, haben den Drachen steigen lassen. Und so erinnert mich das auch an dieses Bild jetzt in unserem Bereich, nämlich ich bin der Schöpfer, das heißt also ich habe den Drachen gebaut und der Drache, der Flugdrache ist das Geschöpf. Und so steht jetzt eigentlich unser Bild vor uns, dass Gott, der Schöpfer, uns als Geschöpfe gemacht hat. Und wenn wir gut aufgepasst haben, dann haben wir in der Bibel einen Text, der uns sagt, dass wir geschaffen sind durch Jesus Christus. In Kolosser Kapitel 1, Vers 15 und 16, Jesus ist das Abbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor allen Kreaturen. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, Throne, Herrschaften, Reiche oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Kolosser Kapitel 1, Vers 15 und 16. Das heißt also, wir sind geschaffen worden zu einer Verbindung zum Schöpfer. Er schuf uns zu seinem Bild und ihr seht hier an diesem Dreieck, es ist aufgerichtet und es erinnert uns an dieses Abbild Gottes, Freiheit, Ordnung und Liebe. Ja, so sollten wir sein. Aber das Geheimnis ist dies, wir können nur so sein, wenn wir mit dem Schöpfer verbunden sind. Dann sind wir wirklich frei, dann lieben wir wirklich. Und jetzt kann aber jemand zu mir kommen und sagen, naja, Moment einmal, schau, sei nicht so dumm, du bist nicht wirklich frei. Schau, du bist ja gebunden an den Schöpfer. Und wir werden das noch kennenlernen. Der höchste Engel im Universum hat diese Idee aufgebracht. Und hat gesagt, ihr Lieben, wir sind nicht frei. Wir sind gebunden an den Schöpfer. Frei sein heißt, die Schnur durchschneiden. Das heißt frei sein. Machen und tun, was ich will. Ich bin Gott. Natürlich, wenn man das mit dem Flugdrachen macht, wenn man die Schnur abschneidet, was passiert mit dem Drachen? Ihr seht es hier. Er stürzt ab. Und schaut jetzt das Dreieck an. Das Dreieck dreht sich plötzlich auf den Kopf. Und diesen Zustand, über den werden wir heute sprechen. Wie ist dieser Zustand gekommen? Durch die Sünde. Sünde ist Trennung von Gott. Das heißt also,
Der Mensch hat sich von Gott getrennt und da kam er in einen völlig neuen Zustand. Geschaffen sind wir eigentlich zur Macht der Liebe. Aber durch die Trennung von Gott hat sich das Thema geändert und es wurde aus der Macht der Liebe, Achtung, die Liebe zur Macht. Die Liebe zur Macht. Und jetzt sind wir da, wo wir heute hinwollen, nämlich zum wahren Menschenbild. Ihr seht hier das Idealbild von Gott. Er schuf uns zur Freiheit, zur Ordnung und zur Liebe. Aber unser Dreieck ist auf den Kopf gestellt. Was ist denn das Gegenteil von der Freiheit? Bindung. Was ist das Gegenteil von der Ordnung? Unordnung, genau, oder Chaos. Jetzt lernen wir Griechisch. Chaos heißt Unordnung. Und wisst ihr, was Ordnung heißt? Kosmos. Also, wir sind statt frei gebunden. Wir sind statt ordentlich chaotisch. Und was ist aus der Liebe geworden? Was ist das Gegenteil von der Liebe? Hass oder Lieblosigkeit. Ganz richtig. Das ist unsere Situation heute. Und wenn ihr das nicht glaubt, werde ich euch das noch ein bisschen genauer aufschlüsseln. Wie ist das entstanden? Jetzt in einem anderen Beispiel. Wir sind eigentlich geschaffen worden zu einer Einheit mit dem Schöpfer, zu seinem Bilde. Und jetzt haben wir uns von Gott getrennt. Wir sind also von Gott weggegangen und das Dreieck hat sich auf den Kopf gestellt. Statt Freiheit kam jetzt Unfreiheit oder Bindung. Und wie schaut das jetzt aus? Die Sünde hat uns getrennt von Gott. Es ist eine tiefe Kluft zwischen Gott und dem Menschen entstanden. Ihr erinnert euch noch, dass ich euch in einem anderen Symbolbild, das ich mal gezeigt habe, zwischen Gott und dem Menschen ist eine dichte Nebelwand, habe ich gesagt. Eine tiefe Kluft. Und jetzt versucht der Mensch von seiner Seite aus, darüber zu kommen, wieder zu seinem Ursprung, weil er jetzt nicht so ist, wie er sein sollte. Und er möchte gerne so sein. Aber dazwischen steht jetzt die Sünde. Sünde ist Trennung von Gott und der Mensch kann jetzt nicht mehr zurück. Es gibt kein Zurück mehr. Nämlich, wir haben das damals mit dem Helmut sehr schön besprochen, bei der Stunde, wo es darum ging, auf welcher Seite sind wir, auf der Seite Satans oder auf der Seite Gottes. Und da wird es jetzt deutlich, wir sind auf der Seite Satans. Und wir können da nicht mehr rüber. Das geht nicht. Ihr seht hier, da ist eine Kluft und da ist etwas, was mich hindert, nämlich die Sünde. Sind wir so, wie wir sein sollten? Nein. Leider nicht. Warum sind wir nicht so, wie wir sein sollten? Ganz einfach. Weil wir nicht sein können, wie wir sein sollten. Wir können gar nicht so sein. Es gibt zwei Konzepte, die uns die Bibel vor Augen stellt. Es ist das Konzept der Macht der Liebe. Es ist das Konzept Gottes, die Macht der Liebe. Und was ist aus der Liebe geworden? Die Macht, die Liebe zur Macht. Schlagt einmal auf mit mir Matthäus Kapitel 20. Da finden wir diese beiden Konzepte. Matthäus Kapitel 20 und hier Vers 25 und die folgenden. Und da sagt Jesus selber, er rief die Jünger zu sich und sprach, ihr wisset, die Fürsten halten ihre Völker nieder, die Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Was ist das für ein Konzept? Die Macht der Liebe oder die Liebe zur Macht? Die Liebe zur Macht. Ich beherrsche dich. Du musst funktionieren, so wie ich will. Ich übe Gewalt aus über dich. Und die Mächtigen und die Fürsten tun das. Das ist das Menschenbild, in dem wir heute leben. Einer beherrscht den anderen,
einer drückt den anderen nieder und tut ihm Gewalt an. Jesus sagt aber, so soll es nicht sein unter euch. Der, der unter euch der Erste sein möchte, sollte eigentlich der Diener sein. Wer der Erste sein will, sei euer Knecht. Und jetzt vergleicht er sich und sagt, gleich wie des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich bedienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Und da haben wir diese beiden Konzepte. Das Konzept Liebe zur Macht bei den Fürsten und bei den Königen. Das Konzept der Macht der Liebe bei Jesus. Wo gehören wir hin? In welchem Konzept findest du dich wieder? Es wäre schön, wenn wir dieses Konzept Jesu in unserem Leben verwirklichen könnten, weil das natürlich das Gewaltigste wäre, was es überhaupt gibt, nämlich die Liebe. Die bereit ist zu dienen und dem anderen zu tragen und zu heben und nicht umgekehrt runterzudrücken und runterzumachen. Und jetzt erkläre ich euch ein bisschen, warum wir nicht so sein können, wie wir sein sollten, weil wir in einem Zustand sind, nämlich in dem Zustand der Liebe zur Macht. Und dieser Zustand ist eine Gefangenschaft. Dieser Zustand ist ein Gefängnis. Ich erinnere da mich an dieses Gefängnis oder an diese Gefangenschaft Israels, als sie damals im Alten Testament in die babylonische Gefangenschaft gekommen sind. Und dieses Babylon ist für mich ein Symbol für Sünde und für Gefangenschaft in der Sünde. Ich erkläre es euch ein bisschen. Wann kommt denn in der Bibel das erste Mal das Wort Babel vor? Wer weiß das? Bitte? Wann kommt das erste Mal Babel vor? Beim Turmbau zu Babel. Und zwar 1. Mose Kapitel 11. Schauen wir uns das einmal ein bisschen an. Ich möchte uns den Geist Babylons ein bisschen vor Augen führen, damit wir verstehen, wer wir sind und warum wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Babylon erinnert mich hier das erste Mal an den Turmbau zu Babel. Und ich möchte gerne das Wort Babel sozusagen als Akronym nehmen. Die Buchstaben B-A-B-E-L sollten für etwas stehen. Schauen wir uns einmal an, warum haben sie einen Turm gebaut bis an den Himmel? Es heißt hier, lasst uns einen Turm bauen, Vers 4, eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Das erste B von Babel heißt Bedeutsamkeit. Der Mensch möchte bedeutsam sein. Und jetzt sind wir da, wo wir am Anfang schon einmal gewesen sind. Der Mensch möchte Gott spielen. Er möchte Gott sein. Das war ja eigentlich der Grund, warum er sich abgeschnitten hat vom Schöpfer. Warum muss ich immer das tun, was der Schöpfer sagt? Das war schon bei meinen Kindern so. Ich erinnere mich an unsere Tochter, die so mit vier, fünf Jahren stand sie vor mir und hat die Hände sozusagen da in die Seite gesteckt und gesagt, Papa, warum muss ich immer das machen, was du sagst? Kann ich nicht auch das machen, was ich will? Ja, das ist so typisch menschlich. Warum muss ich immer das tun, was du... Ich will ja meinen Willen durchsetzen. Das heißt, ich will Gott sein. Ich will Gott spielen. Bedeutsam sein. Das ist das Problem von Babel. Menschenvergottung. Das heißt also, dass die Menschen sich an die erste Stelle stellen und alles muss nach ihrer Pfeife tanzen. Das ist Babylon. Und das ist ein Gefängnis. Das werden wir noch genauer kennenlernen. Das B also von Babel. Das A, wofür steht dann das A von Babel? Für Autonomie. Warum haben sie einen Turm bis an den Himmel gebaut? Nicht nur, dass sie sein wollten wie Gott, sondern dass sie sich selbst erlösen konnten. Weil sie dachten sich, was ist, wenn Gott noch einmal die Sintflut schickt? Dann machen wir so einen hohen Turm, dass wir uns selbst erretten können. Selbsterlösung.
autonom sein? Warum soll ich abhängig sein von Gott und von seiner Erlösung? Ein Schiff bauen wie der Noah. Ich mache es anders, ich baue einen Turm. Da kann ich mich selbst erlösen. Das ist Babel. Das ist Sünde. Und das ist unser Zustand. Schauen Sie sich an, wenn Sie in die Menschengeschichte hineinschauen, auch in die Religionsgeschichte. Alle Religionen dieser Welt sind Leistungsreligionen. Doch kannst du dich selber erlösen. Du musst dich nur bemühen, du musst nur das und das spenden, du musst nur so und so sein, dann kommst du in das Nirvana oder in den Himmel und so weiter. Autonomie, selbstständig sein, Selbsterlösung. Und ihr Lieben, das ist nicht möglich. Wir können uns nicht selbst erretten. Das ist eine Gefangenschaft. Das zweite B von Babel bedeutet Ruhm und Ehrsucht. Was heißt da in Vers 4? Lasst uns einen Turm bauen, damit wir uns einen Namen machen. Schau, was habe ich gemacht. Schau, das ist mein Werk. Kein Mensch würde sagen, der ist von selber zusammengehüpft, der Turm. Der hat sich entwickelt, evoluiert. Nein, wir sind stolz auf unsere Errungenschaften. Und heute, muss man ja sagen, ist man ja auch wieder so weit, nicht? Der Turm Burim Khalifa, der Turm, der fast einen Kilometer hoch ist. Schau, was wir gebaut haben. Das haben wir gebaut. So gut sind wir. Ruhmsucht und Ehrsucht. Das ist Babylon. Ja? Schau mich an, ich bin schöner wie du. Und dann wird alles Mögliche gemacht, damit er schön ausschaut. Da hängt man sich Gold an den Ohren und um den Hals und alles Mögliche macht man, damit man eben ein bisschen mehr Bestätigung bekommt. Selbsterhöhung könnte man auch sagen. Ruhmsucht und Ehrsucht. Das ist Babylon. Und das ist Gefangenschaft. Ich muss, ich kann nicht anders. Dann kommt das E und das E steht für Eigengesetzlichkeit. Wer die Bibel gut kennt, der weiß, dass kurz vorher die Arche Noah war und im Kapitel 9 Gott zu Noah gesagt hatte, Achtung, was er gesagt hat. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Nachdem sie aus der Arche gestiegen sind, hat er gesagt, verteilt euch, füllet die Erde. Und jetzt Achtung, was sie sagen. Zwei Kapitel später, in Vers 11, Kapitel 11, sagen sie, Vers 4, wir wollen einen Turm bauen bis an den Himmel, damit wir uns einen Namen machen. Warum? Denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Und das wollen wir nicht. Gott will zwar das, aber wir wollen nicht das, was Gott will. Das heißt also, E heißt Eigengesetzlichkeit, Ungehorsam. Ich mache, was ich will. Warum muss ich das tun, was Gott will? Gott wollte nicht, dass wir aufeinander sitzen in Türmen. Da kommen Stresssituationen, Aggressionen. Gott wollte, dass es zwischen den Menschen biologische Distanzen gibt, im Grünen. Da kann der Mensch glücklich sein. Das ist Gottes Wille. Aber Babylon sagt, nein, das, wir machen Städte, wir bauen Städte und aufeinander. Und dann haben wir dort nur, wie soll man sagen, Gründe der Sünde. Da geht es drunter und drüber. Schauen Sie sich die Städte an. Wo sind die glücklichen Menschen? Am Land oder in der Stadt? Eigengesetzlichkeit, sie machen das, was sie wollen. Und jetzt kommt noch Babel, es fällt noch das L und L steht für Lieblosigkeit. Warum glaube ich, dass das lieblos ist? Na, ganz einfach, weil Gott nach der Sintflut ganz klar gesagt hat, es kommt keine Sintflut mehr und zum Zeichen hat er einen Bogen in den Himmel gesetzt, um ihnen den Menschen zu zeigen, dass er hinfort keine Sintflut mehr machen wird. Kapitel 9, Vers 14 und 15. Das heißt also, Gott verspricht, es kommt keine Sintflut mehr. Und was machen die Leute? Sie bauen einen Turm, damit sie sich selbst erlösen können, denn es könnte ja sein, dass Gott wieder eine Sintflut schickt. Wie nennt man das? Zweifel, Misstrauen. Man nimmt es nicht ernst, was Gott sagt. Man vertraut ihm nicht. Und Misstrauen und Zweifel kommt vom Teufel. Das darf nie sein. In meiner Ehe darf ich nie an meiner Frau zweifeln. Ich bin jetzt nicht zu Hause. Vielleicht kommt der
Postbote, was weiß ich, darf ich nicht anfangen zum Zweifeln. In dem Augenblick zerstöre ich meine Ehe. Also, das ist Lieblosigkeit. Zweifel ist Lieblosigkeit. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Dieses babylonische Element, das ist Sünde, ist eine Gefangenschaft. Denn Israel war dann in der Gefangenschaft von Babylon. Und diese babylonische Gefangenschaft, die Israel da erlebt hatte, war eine eigenartige Gefangenschaft. Ich sage, das war eine relative Freiheit. Sie konnten in Babylon kaufen und verkaufen, herumgehen und ihre Geschäfte tätigen, aber hatten kein Gefühl, dass sie gefangen waren. Sie waren nicht hinter Gitterstäben eingesperrt. Und genau das ist es, was die Menschen heute meinen. Sie glauben, sie sind frei, können tun und lassen, was sie wollen, aber in Wirklichkeit sind sie gefangen. Da sagt mir einer, Herr Fuchs, du darfst nicht rauchen, ich kann rauchen. Ich habe die Freiheit zu rauchen, ja, sage ich, mach's. Und dann hat er nicht mehr die Freiheit aufzuhören. Das ist eine relative Freiheit. Er hat das Gefühl, dass er frei ist, aber in Wirklichkeit ist er gebunden. Und das ist das Typische an diesem Zustand des Menschenbildes heute. Die Menschen haben so das Gefühl, sie sind frei, aber in Wirklichkeit sind sie gebunden. Wir werden das noch genauer besprechen. Eine relative Freiheit. Sie waren nicht eingesperrt, die Israeliten. Sie konnten dort kaufen und verkaufen, herumspazieren, aber sie durften nicht nach Hause, nach Jerusalem. Das war das einzige Problem. Und das wollten sie eigentlich eh nicht, weil Jerusalem war eh zerstört, was tun wir da haben. Sie konnten kaufen und verkaufen, aber sie waren unter einer fremden Herrschaft. Es war König Nebukadnezar, der diese fremde Herrschaft hatte, Belsazar dann später. Es geht also darum, dass sie nicht das machen konnten, was sie wollten. Die Fürsten halten ihre Völker nieder. Das ist es. Liebe zur Macht. Sie hatten aber keine Heimat und so konnten sie nicht nach Hause. So, wir dürfen nun aber eine frohe Botschaft hören. Wir können so sein, wie wir sein sollten, und wir dürfen eine Freiheit in Anspruch nehmen, von denen viele noch nichts wissen. Wir können werden, wie wir sein sollten. Und das war die Geschichte im Alten Testament, denn Gott hat dann gesagt zu dem Volk Israel, ich schicke einen Erlöser. Er nannte ihn Hirten, mein Hirte, und das war der König Kores. Den hat Gott dann geschickt und Kores hat dann Nebukadnezar und Belsazar überwunden und hat Babylon erobert. Es war ein medopersischer König. Und er hat nun diese Israeliten freigelassen und hat dann den Israeliten gesagt, jetzt dürft ihr nach Hause. Und er wird zum Symbol für Jesus Christus. Für die einzige Möglichkeit, frei zu werden, von dieser babylonischen Gefangenschaft. Und das möchte ich uns jetzt ein bisschen vor Augen führen. Schauen wir uns das noch ein wenig an. Wir haben unser Menschenbild vor uns. Anstatt Freiheit haben wir Bindung. Anstatt Ordnung haben wir Chaos. Anstatt Liebe, Lieblosigkeit. Und das möchte ich noch ein bisschen deutlich machen. Schauen wir uns Lukas Kapitel 4 an und da hören wir den Messias, den Erlöser, zu uns reden und er sagt uns, dass er der Einzige ist, der uns frei macht. Schauen wir uns das einmal an. Es war am Anfang des Wirkens von Jesus. Er ging am Samstag, am Sabbat, nach seiner Gewohnheit in den Gottesdienst, Lukas Kapitel 4, Vers 16, und da hatte man ihm eine Schriftrolle gereicht, und er sollte öffentlich vorlesen, denn damals hatten sie nicht die Gelegenheit, so wie ihr heute, die Bibel selbst in der Hand zu haben und nachzulesen. Sie sind damals in die Synagoge gegangen und man las ihnen die Bibel vor. Und dann nimmt Jesus Jesaja 61, Vers 1 und 2 und liest folgende Texte. Der Geist des Herrn ist bei mir, darum, weil er mich gesalbt hat, zu verkünden das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen und jetzt Achtung,
den Gefangenen, dass sie los sein sollen, den Blinden, dass sie sehend werden, den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Das Gnadenjahr des Herrn, verkündigte er. Und als er das gelesen hatte, machte er die Rolle zu und dann kommt dieser folgenschwere Satz: Jetzt ist dieser Text vor euren Augen erfüllt. Er hat sich als der Messias geoutet. Er hat sich jetzt gezeigt und hat gesagt: Ich bin jetzt der Chores, der gekommen ist, euch zu befreien aus der babylonischen Gefangenschaft. Nun habe ich gesagt, es ist eine relative Gefangenschaft, und wenn du heute mit deinem Nachbarn redest oder mit anderen Leuten redest, seid ihr frei oder seid ihr gebunden, dann werden die wenigsten sagen, ich bin gebunden. Die meisten sagen, ich bin frei. Aber in Wirklichkeit sind sie gefangen. Und jetzt hört, was Jesus sagt. Er ist gekommen zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen. Und die Gefangenschaft ist diese Bindung. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen tiefer hineinführen in diese Bindung. Sind wir wirklich gefangen? Oh ja. Zum Beispiel in Süchten. Drogen, Alkohol, Koffein, Nikotin, Tein, da gibt es so viele Süchte. Eifersucht ist auch eine Gefangenschaft. Neid, Habsucht, Geiz. Wenn man überlegt, was die anderen sagen, ja, ich kann das nicht machen, weil was werden die Nachbarn sagen? Das ist eine Gefangenschaft. Also es gibt so viele Gefangenschaften. Nicht nur Menschen hinter Gitterstäben. Man kann gefangen sein in seinen eigenen Gefühlen, in seinen eigenen Gedanken nicht frei sein. Diesen Menschen ruft Jesus zu: Ich mache euch frei. Also, und jetzt, wenn ihr es noch immer nicht glaubt, dass ihr gefangen seid, dann spreche ich zu euch über die größte Gefangenschaft. Wisst ihr, was das wieder ist? Wir sind gefangen in Zeit und Raum. Ganz einfach. Schau einmal in den Spiegel und du wirst jedes Jahr älter und du wirst sehen, die Haare gehen aus, die Falten kommen. Du bist gefangen in Zeit. Du wirst älter und irgendwann einmal liegst du unter der Erde. Das ist die größte Gefangenschaft, die wir haben. Wir müssen alle sterben. Oder gibt es einen, der diese Gefangenschaft nicht hat? In Raum sind wir gefangen. Das heißt also, du bist jetzt hier und ich freue mich, dass du hier bist. Du kannst aber nicht gleichzeitig zu Hause sein. Du musst dich entscheiden, wo sitze ich, wo bin ich. Und wenn du von hier nach Hause fährst, brauchst du eine gewisse Zeit, um den Raum zu überwinden. Das ist die größte Gefangenschaft, die wir haben. Also wenn einer sagt, ich bin nicht gefangen, dann hat er mit seinem Leben noch nicht richtig Inventur gemacht. Spätestens wenn er am Grab eines lieben Menschen steht, wird es ihm bewusst, dass auch er gefangen ist. So, Jesus spricht also von Gefangenschaft. Und dann spricht er von Blindheit. Meint er jetzt nur die Leute, die da so eine gelbe Schleife haben mit drei schwarzen Punkten? Nein, wir können auch blind vor Hass sein. Wir können blind sein für die Wahrheit. Wir lassen uns so viel Fake News schicken und glauben heute alles. Wir sind blind für die Möglichkeiten, die Gott uns schenkt. Und ihr Lieben, der Hass macht blind. Also jetzt verstehen wir, wir sind hier in diesem menschlichen Zustand. Das wahre Menschenbild ist Gefangenschaft. Und das ist die babylonische Gefangenschaft der Sünde. Wir sind blind und wir sind auch zerschlagen. Immer wieder komme ich mit Menschen zusammen, die nicht mehr mit ihrem Leben zurande kommen. Wir haben sehr viele Selbstmorde in Österreich. Leute, die mit ihrem Leben nicht mehr zurande kommen. Das ist so, wie wenn du eine Vase runterschmeißt, sie zerbricht in lauter
kleine Stücke. Und das Problem ist das, du stehst vor den Trümmern deines Lebens und hast ein Problem, du hast die Trümmer nicht nummeriert. Jetzt weißt du nicht mehr, wie was wo zusammengehört. Und jetzt kommt Jesus und sagt, und wenn du dich so fühlst, dass du zerschlagen bist, chaotisch ist in deinem Leben, alles drunter und drüber geht, komm zu mir, ich werde euch frei machen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Er hat also nicht nur die Gefangenen gemeint, die im Gitterstäben gefangen sind. Er hat nicht nur die Blinden, die wirklich blind waren, geheilt oder auch die Zerschlagenen, die Traurigen. Er hat wirklich alle Menschen im Sinn gehabt, auch dich und mich. Und jetzt kommt diese wunderbare Erlösung, von der ich jetzt noch einmal das symbolisch in diesem Bild noch einmal darstellen möchte. Wir sind gebunden, gefangen, wir sind blind und zerschlagen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin gekommen, dass die Gefangenen frei sein sollten. Ich bin gekommen, dass die Blinden sehen sollten werden. Und ich bin gekommen, die chaotischen Zerschlagenen wieder frei und ledig zu machen. Und das werden wir in den nächsten Vorträgen genauer kennenlernen, wie das wirklich passiert. Es geht, es hängt und steht und fällt mit Jesus. Wir haben gesagt, wir haben uns von Gott getrennt. Die Sünde steht jetzt zwischen uns und sie macht uns gefangen. Sie hält uns gefangen. Warum sind wir nicht so, wie wir sein sollten? Weil wir nicht können anders, denn wir sind gefangen. Aber, und jetzt kommt das wunderbare Aber, es gibt eine Erlösung, es gibt eine Lösung, es gibt eine Hilfe für unsere Gefangenschaft. Im Alten Testament war es der Kores, der Hirte Gottes. Es ist im Neuen Testament Jesus, der uns frei macht durch das, was er getan hat. Und das werden wir in den nächsten Stunden genauer kennenlernen, was Jesus für uns getan hat. Er nahm die Sünde auf sich und hat jetzt die beiden, diese Kluft überwunden. Mit seinem Kreuz hat er uns einen Weg gebahnt, wieder über dieses Kreuz hinüber zum Ursprung. Und Erlösung ist also das, dass wir durch Jesus wieder sein können, was wir einmal gewesen sind und so, wie wir sein sollten. Das ist die Erlösung, aber die geht nur mit und durch Jesus Christus. Ohne ihn geht da gar nichts. Du kannst dich nicht selbst erlösen. Das geht nicht. Nun, die Erlösung schaut eben dann so aus, dass über meine Macht oder umgekehrt, über meine Liebe zur Macht, die Macht der Liebe kommt und mir Freiheit, Ordnung und Liebe schenkt. Und wenn Jesus in mein Herz kommt und wenn ich das Geheimnis der Sünde erkannt habe und wenn ich das Geheimnis der Erlösung erkannt habe und was Jesus für mich wirklich getan hat, ich habe das jetzt nur kurz einmal angetippt, genauer werden wir es in den nächsten Vorträgen dann kennenlernen und besprechen, dann kommt in mein Leben wieder Freiheit, Ordnung und Liebe. Und dann habe ich die Freiheit, Gottes Ordnungen aus Liebe zu tun. Das ist das Geheimnis. Dann wird es keine Leistung. Ja, ich muss, ich muss, ich muss. Dann wird es keine Oberflächlichkeit, ja, ich mache, was ich will, sondern dann wird es wirklich das, was eigentlich der Schöpfer gedacht hat. Das wahre Menschenbild, ein Abbild Gottes zu sein. Mehr darüber werden wir dann im nächsten Vortrag hören. Und ich möchte euch schon hinweisen, in 14 Tagen, am 31.03. wird Helmut Holzmann wieder uns einführen in das Geheimnis der Sünde und über die Freiheit in Christus. Wollen wir noch mit einem Gebet abschließen und Gott danken für diese wunderbare Botschaft? Herr Jesus, hab Lob und Preis und Dank, dass wir dich kennen dürfen, denn durch dich wissen wir erst, was Menschsein heißt. So sollten wir sein, wie du es gewesen bist. Und wir möchten dir danken, dass du in diese Welt gekommen bist und uns das wahre Menschsein wieder vor Augen gestellt hast. Wir haben es aus den Augen verloren. Was wir unter Menschsein verstehen, hat überhaupt nichts damit zu tun,
Wir leben oft wie Tiere oder wie Gegenstände oder wie Götter, anstatt dass wir das machen, was wir eigentlich machen sollten, Menschen zu sein unter Menschen. Und so komm du in unser Leben und wir danken dir heute für diese Botschaft, dass wir verstehen, wir können gar nicht so sein aus eigener Kraft, wie wir sein sollten, aber wir können so sein oder so werden durch dich. Du bist in diese Welt gekommen, uns diese Gefangenschaft aufzulösen und frei zu machen. Du bist gekommen, uns Liebe zu schenken und die Blindheit zu sehen und wieder sehend zu machen. Und du bist gekommen, unser Chaos im Kosmos hineinzuführen und uns erlösen zu wollen. So komm in unsere Herzen und wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen.